Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht um die Vorstellung der Herbstprojektion der Bundesregierung 2018. Ich begrüße Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier, und außerdem ist da Dr. Philipp Steinberg, Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik im Ministerium. Auch Ihnen herzlich willkommen. Herr Minister, bitte. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Gastfreundschaft. Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin in einem kräftigen Aufschwung. Das gilt für das Jahr 2018. Es gilt aber auch für das anstehende Jahr 2019. Es handelt sich um die längste Aufschwungphase seit 1966 und es handelt sich um den zweitlängsten Aufschwung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Bundesregierung rechnet für das Jahr 2018 mit einem preisbereinigten Wirtschaftswachstum von 1,8%. Und der Aufschwung setzt sich nach unserer Projektion im Jahre 2019 in gleicher Größenordnung fort, ebenfalls mit 1,8%. Das bedeutet, dass die Wachstumsprognose der Bundesregierung im Großen und Ganzen im Rahmen der übrigen Prognosen liegt, sowohl der Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute, der Prognosen der OECD und der Prognosen des IWF. Vieles spricht dafür, dass wir damit eine stabile Wachstumserwartung haben, die sich dann zum Ende des Jahres und im nächsten Jahr auch so realisieren wird. Wir liegen für das Jahr 2018 um 0,1 Prozentpunkte und über der Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2019 um 0,1 Prozent darunter. Im Ergebnis bedeutet es aber für beide Jahre im Schnitt 1,8 Prozent Wachstum. Und das ist eine erfreuliche Aussicht für Arbeitsplätze, für Einkommen, für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben die Einschätzung aus der Frühjahrsprojektion aus verschiedenen Gründen um einige Zehntelprozentpunkte nach unten korrigiert. Das hat etwas damit zu tun, dass wir zum einen eine statistische Revision einarbeiten mussten. Das Statistische Bundesamt hat den Überhang des Bruttoinlandsprodukts aus dem Jahre 2017 um 0,2 Prozent geringer berechnet, als es ursprünglich der Fall war. Das hat überhaupt nichts zu tun mit den wirtschaftlichen Aktivitäten in diesem Jahr, hat aber die Auswirkung auf die Wachstumsstatistik, auf die Wachstumsrate, was die Höhe der Zahl angeht. Zweitens haben wir einen Zulassungsstau von Kraftfahrzeugmodellen nach dem neuen WLTP-Standard. Das führt zu schwächeren Aufträgen und Produktionskürzungen der Automobilindustrie im zweiten Halbjahr. Wir haben das gesehen in den Zulassungszahlen für den Monat September. Und wir werden auch in den Monaten Oktober, November, Dezember damit noch zu tun haben. Und drittens haben wir schwelende Handelskonflikte weltweit. Das begann im Frühjahr mit einem drohenden Handelskonflikt zwischen Europa und den USA. Wir haben es erreicht, gemeinsam durch ein konzertiertes Vorgehen der Europäischen Kommission, aber auch der deutschen Bundesregierung, die unterstützt hat, in Gesprächen mit den USA eine Eskalation dieses Handelskonfliktes für das Erste zu verhindern. Aber die zugrunde liegenden Probleme sind noch nicht wirklich gelöst und vor allen Dingen erleben wir im Augenblick einen sich zuspitzenden Handelskonflikt zwischen den USA und China. Auch ein solcher Handelskonflikt hat Auswirkungen auf das globale Wachstum und damit auch auf das Wachstum innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie diese drei Punkte zusammennehmen, haben Sie eine sehr logische und klare Erklärung dafür, warum wir die Frühjahrsprojektion um einige Zehntelprozentpunkte nach unten korrigiert haben. Aber das Wachstum von 1,8 Prozent kann sich auch im Vergleich der letzten 10 Jahre sehr gut sehen lassen. Es gehört zu den besseren Wachstumsergebnissen und das zeigt die Stärke der deutschen Wirtschaft. Wir haben fiskalische Wirkungen aus der Umsetzung des Koalitionsvertrages, die dieses Wachstum im Jahre 2019 weiter stützen. Dazu gehört zum Beispiel die Rückkehr zur Parität in der gesetzlichen Krankenversicherung. Dazu gehört die Senkung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung, Investitionen in Kinderbetreuung, Erhöhung von Kindergeld, Mütterrente, Grundrente und vor allen Dingen höhere Forschungsausgaben und höhere öffentliche Investitionen. Wir sehen, dass das Wachstum schon eine ganze Weile gebremst wird durch Knappheiten am Arbeitsmarkt, beispielsweise im Baubereich, aber auch in vielen anderen Bereichen.
Wir könnten ein erheblich höheres Wachstum haben, wenn die Ausrüstungsinvestitionen dem Auftragseingang entsprechen würden, wenn die deutsche Wirtschaft ihr Potenzialwachstum ausweiten könnte. Und das wird eben dadurch gebremst, dass viele Investitionen unterbleiben, weil es zunehmend schwieriger geworden ist, die notwendigen Fachkräfte zu finden. Und das bedeutet, dass die Eckpunkte für ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, die Horst Seehofer, Hubertus Heil und ich selbst an dieser Stelle vor etwa einer Woche präsentiert haben, unbedingt und rasch in einen konkreten Gesetzentwurf umgesetzt werden müssen. Wir wollen diesen Gesetzentwurf noch in diesem Jahr im Bundeskabinett beschließen und wir wollen damit ein Fachkräfteeinwanderungsrecht schaffen, das zu den modernsten in der Europäischen Union gehört, das die Fehler der früheren Jahre vermeidet und gleichzeitig den Unternehmen, vor allen Dingen auch den mittelständischen Unternehmen, die Fachkräfte zur Verfügung stellt, die sie für ihr wirtschaftliches Wachstum auch in Zukunft benötigen. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass die Weltwirtschaft insbesondere aufgrund der Handelskonflikte im Projektionszeitraum etwas an Schwung verliert. Das wird aber dadurch auch kompensiert, dass wir im Inland erhebliche Impulse haben, nicht nur die Impulse, die ausgehen von der staatlichen Ausgabenpolitik und Investitionspolitik, sondern eben, dass wir eine wettbewerbsfähige Wirtschaft haben, die expandiert und die wächst. Wir setzen uns sehr nachdrücklich gemeinsam mit der Europäischen Union ein für weiterhin offene Märkte, für unverzerrten internationalen Wettbewerb. Wir treten ein gegen Protektionismus, weil wir glauben, dass wir damit für unsere Bürgerinnen und Bürger mehr Wachstum und mehr Wohlstand auch langfristig garantieren können. Ein regelbasierter internationaler Handel ist ein wertvolles Gut. Wir müssen unser multilaterales Handelssystem der WTO schützen. Die WTO droht, in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt zu werden. Und deshalb hat die Europäische Kommission mit Unterstützung Deutschlands eine Initiative zur Reform der WTO ergriffen. Ich habe darüber mit dem WTO-Generaldirektor Acevedo hier in Berlin vor einigen Tagen ein wichtiges Gespräch geführt. Und das war auch Gegenstand des Handelsministertreffens in der letzten Woche in Innsbruck. Wir gehen davon aus, dass die Inlandsnachfrage in diesem Jahr und im nächsten Jahr sehr kräftig ausfallen wird. Und deshalb werden, das ist eine häufig diskutierte Frage, die Importe möglicherweise etwas stärker zunehmen als die Exporte. Das ist auch ein Beitrag dazu, dass wir zu einem langfristigen Gleichgewicht kommen. Der Anteil des Leistungsbilanzüberschusses am Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr auf 7,6% sinken und im kommenden Jahr auf 7,1% weiter zurückgehen. Das ist selbstverständlich nach wie vor eine eindrucksvolle Zahl und sie löst international unterschiedliche Reaktionen aus. Ich lege aber großen Wert darauf, dass wir mit marktwirtschaftlichen Prinzipien arbeiten müssen. Und das bedeutet, wir wollen deutsche Unternehmen nicht daran hindern, ihre volle Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten auch zum Tragen zu bringen. Es wird darüber diskutiert, dass man möglicherweise den Überschuss dadurch stärker sinken könnte, dass man mehr investiert. Ich halte größere Investitionen in staatliche Infrastrukturen, in Innovation und in Zukunftsaufgaben für absolut notwendig. Es gibt aber keinen Automatismus, dass bestimmte Volkswirtschaften außerhalb der Europäischen Union davon dann automatisch und in besonderer Weise profitieren. Sehr erfreulich ist, dass wir angesichts der hohen Kapazitätsauslastung, der teilweise Überauslastung von bestehenden Kapazitäten erleben, dass deutsche Unternehmen in diesem Jahr sehr kräftig in Maschinen und Anlagen investieren. Die Ausrüstungsinvestitionen werden im laufenden Jahr um 4,5% steigen. Ich habe schon darauf hingewiesen, wir könnten wesentlich höhere Steigerungsraten haben aufgrund der vollen Auftragsbücher und der vielen Aufträge, die gar nicht angenommen werden können, wenn wir imstande wären, den Fachkräftebedarf sicher zu decken und zu organisieren. Deshalb ist dies eine Aufgabe, die jenseits des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes eine Herausforderung bleiben wird, wo wir auch gemeinsam mit den Unternehmen im Ausland, den deutschen Unternehmen im Ausland, Auslandsschulen,
vielen Auslandshandelskammern, in deutschen Botschaften, in Goethe-Instituten mit einen Beitrag dazu leisten wollen, dass die Umsetzung des neuen Gesetzes nachhaltig und erfolgreich verläuft. Aufgrund des bereits erfolgten kräftigen Ausbaus der Kapazitäten und der außenwirtschaftlichen Risiken, die jetzt verstärkt in den Blick geraten, werden die Ausrüstungsinvestitionen im Jahre 2019 etwas weniger dynamisch zunehmen, aber sie werden stärker wachsen als das allgemeine Wirtschaftswachstum. Wir gehen aus von 2,6%. Die öffentlichen Investitionen, nicht zuletzt im Baubereich und im privaten Wohnungsbau, werden in diesem und im kommenden Jahr deutlich gesteigert, wobei wir auch hier feststellen, dass es im Bau Engpässe gibt, was Fachkräfte angeht, was Kapazitäten angeht. Darüber haben wir auf dem Wohnungsbaugipfel der Bundesregierung unter Vorsitz der Bundeskanzlerin diskutiert. Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich dort mit konkreten Vorschlägen eingebracht und wird dies auch in Zukunft tun. Wir sind froh, dass in Deutschland wieder mehr investiert wird und dass die gesamtwirtschaftliche Investitionsquote steigt. Das ist eine Steigerungsrate von 19,9 auf 21,1% seit dem Jahre 2015. Das kann sich sehen lassen, auch im internationalen Vergleich. Die Bundesregierung trägt mit dem Digitalfonds ebenfalls deutlich zur Erhöhung der Investitionen in die digitale Infrastruktur bei. Der Fonds ist mit 2,4 Milliarden Euro ausgestattet und wird hoffentlich den Breitbandausbau deutlich beschleunigen. Als Bundeswirtschaftsminister möchte ich meinen Kollegen Andreas Scheuer nachdrücklich darin unterstützen, den Ausbau der digitalen Infrastruktur voranzutreiben. Wir haben im Bereich der Gigabit-Netze, also insbesondere beim Breitbandausbau auf Glasfaserbasis, aber auch bei der Realisierung von 5G-Mobilfunknetzen eine riesige Herausforderung vor uns. Wir müssen Fehler vermeiden, die in den vergangenen Jahren gemacht worden sind, wo wir unsere Ausbauziele nicht vollständig erreicht haben. Und deshalb werden wir auch über regulatorische Fragen sprechen müssen, im Hinblick auf die Frage, wie wir diesen Ausbau so organisieren, dass er möglichst schnell zu möglichst vertretbaren Kosten und verlässlich für die Bürgerinnen und Bürger durchgeführt und abgeschlossen werden kann. Die entsprechenden regulatorischen Entscheidungen werden wir in den nächsten Monaten vorbereiten und treffen. Es ist wichtig, dass wir die steuerliche Forschungsförderung endlich bekommen, dass wir die Eckpunkte so erarbeiten, dass wir dann diese Förderung konzentrieren auf den Mittelstand. Das ist der Sinn dieser Geschichte. Ich will ankündigen hier, dass wir zusätzlich ein Bürokratieentlastungsgesetz 3 vorlegen werden. Dieses Bürokratieentlastungsgesetz 3 wird sich besonders an kleine und mittelständische Unternehmen wenden und wir werden einige Akzente dort setzen. Die sind in der Bundesregierung noch nicht endgültig abgestimmt. Wir arbeiten daran. Es sind auch schwierige Themen, aber beispielsweise erhalten wir nach wie vor sehr viele Klagen von kleinen und mittleren Unternehmen, wenn es um Bürokratiekosten geht, gerade im Bereich des Mindestlohnes. Der Mindestlohn selbst ist akzeptiert, die Bürokratie und Dokumentationspflichten sind es nach wie vor nicht. Wir haben im Übrigen auch viele Wünsche nach Reduzierung von Aufbewahrungsfristen für steuerliche Dokumente und werden alle diese Anregungen prüfen, konstruktiv prüfen und nach Möglichkeit umsetzen. Wir wollen Haushaltsspielräume nutzen, um Unternehmen zu entlasten. Da gibt es ja einiges, was durch die Landschaft bereits an Ideen und Vorstellungen transportiert wird. Ich will nur darauf hinweisen, der Bundeswirtschaftsminister wird die Meinung des Ministeriums dazu zur angemessenen Zeit bilden und auch öffentlich dann erläutern und erklären. Wir wollen aber erreichen, und das ist die rote Linie unserer Politik, wir wollen erreichen, dass Planbarkeit bei der Abgabenbelastung erreicht wird und dass wir das Investitionsklima dadurch sichern, gerade in weltwirtschaftlich unsicheren Zeiten. Wir sind sehr froh, dass die Erwerbstätigkeit nach wie vor in erheblichem Maße zunimmt. Wir erwarten im Jahre 2019 einen Anstieg der Erwerbstätigkeit auf 45,3 Millionen. Damit wird dann erstmals in der Geschichte Deutschlands die Zahl von 45 Millionen Erwerbstätigen erreicht und überschritten. Allein in diesem
diesem Jahr von 2018 auf 2019, allein in diesem Jahr werden wir 590.000 Erwerbstätige mehr haben, im nächsten Jahr 400.000. Das heißt, der Beschäftigungsaufbau geht weiter. Er flacht sich etwas ab, aber auf einem hohen Niveau. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch den demografischen Wandel stärker in den Blick nehmen. Und auch das ist ja ein Grund für das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Wir werden Maßnahmen ergreifen müssen, um das Arbeitskräftepotenzial auch im Inland besser zu nutzen und die Erwerbsbeteiligung zu erhöhen. Wir werden darüber hinaus werden wir alles tun, um Qualifizierung, um berufliche Weiterbildung voranzubringen. Hier hat der Kollege Hubertus Heil gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsministerium bereits die ersten Vorschläge vorgelegt. Das wird gerade, weil der digitale Wandel mit Macht voranschreitet und die Innovationszyklen sich enorm beschleunigen, wird es wichtig sein, dass wir die berufliche Weiterbildung und Qualifikation ausreichend vorantreiben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Arbeitslosigkeit geht erfreulicherweise weiterhin zurück. Wir werden in diesem Jahr einen Rückgang haben auf 5,2% und im nächsten Jahr auf 5,0%. Wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, Vollbeschäftigung zu erreichen bis zum Jahre 2025. Dieses Ziel gerät in Reichweite. Vollbeschäftigung ist nach der Definition der Ökonomen eine Arbeitslosigkeit, die um die Grenze von 3% liegt. Das können wir schaffen, wenn wir diesen Aufschwung so verstetigen, dass alle Beteiligten die Zuversicht haben, dass er weitergehen wird. Wir werden erleben, dass wie bisher die Löhne stärker und spürbar steigen werden. Die Bruttolöhne werden um 3% in diesem und um 3,1% im nächsten Jahr ansteigen. Wenn man die Inflationsrate abzieht, kommt man zu einem realen Einkommenszuwachs von jeweils 1,1%. Das ist weit über dem langjährigen Durchschnitt und zeigt, dass der Aufschwung zunehmend bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Außerdem werden die beschlossenen Entlastungen, vor allen Dingen Arbeitslosenversicherung und paritätische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung, kräftig die Nettolöhne der Arbeitnehmer erhöhen. Ich will allerdings nicht verhehlen, dass der Beschluss zur Erhöhung des Beitrages zur Pflegeversicherung wiederum ein Wermutstropfen ist, weil er einen Teil dieser Entlastung wieder auffangen wird. Wir gehen davon aus, dass die Nettolöhne dadurch um 2,7% beziehungsweise um 3,8% in den beiden genannten Jahren steigen werden. Mir ist als Bundeswirtschaftsminister ganz entscheidend wichtig, dass die Sozialabgaben, also die Beiträge zu Arbeitslosen, Renten, Unfallversicherung und so weiter, auch in den nächsten Jahren nicht über 40% steigen. Wir haben diesen Koalitionsvertrag so festgelegt. Ich denke aber, dass wir ein sehr genaues Monitoring brauchen. Und ich habe bereits angekündigt, dass der Bundeswirtschaftsminister an keiner Maßnahme mitwirken wird, die zu einer Überschreitung dieser Grenze von 40% führen und beitragen wird. Wir haben, was den Konsum der privaten Haushalte angeht, in diesem Jahr preisbereinigt eine Zunahme um 1,6% und im nächsten Jahr erwarten wir eine Zunahme um 2%. Das bedeutet, dass der private Konsum über den gesamten Prognosezeitraum wesentliche Wachstumsimpulse liefert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen allerdings die guten wirtschaftlichen Zeiten, die wir erleben, auch dafür nutzen, unser Land krisenfest zu machen. Wir müssen auf dem erreichten Stand an Wettbewerbsfähigkeit klug aufbauen, damit wir auch die Herausforderungen der Zukunft meistern und den Aufschwung verstetigen. Und dabei nehmen wir in den Blick, dass sich traditionelle Wertschöpfungsketten fundamental, radikal und schnell verändern, dass Daten die Grundlage der digitalen Ökonomie sind, dass Unternehmen wie Google, Facebook und Co. sich zu zentralen Playern in einer Datenökonomie entwickelt haben und dass wir daraus schließen, dass deutsche Unternehmen in diesem Prozess aufholen müssen, dass sie aktive Strategien entwickeln müssen, wie sie sich in der Plattformökonomie positionieren wollen. Wir nehmen in den Blick die enormen Innovationsveränderungen, die mit der Umsetzung von Modellen der künstlichen Intelligenz verbunden sind, wie wir das so aufgreifen können,
dass wir auch in Deutschland und in Europa Wachstumseffekte erzielen. Wir wollen vermeiden, dass alte Arbeitsplätze in Europa wegfallen und neue Arbeitsplätze in Asien und in den USA entstehen. Und deshalb brauchen wir zum einen einen Rechtsrahmen für den Ausbau der neuen digitalen Geschäftsmodelle. Wir haben deshalb eine Kommission eingesetzt im Bundeswirtschaftsministerium, Kommission Wettbewerbsrecht 4.0. Sie soll konkrete Handlungsempfehlungen zur Modernisierung des europäischen und des nationalen Wettbewerbsrechts in einem digitalen Umfeld erarbeiten. Wir werden uns damit befassen müssen, wie wir insbesondere im Bereich der Lösungen mit künstlicher Intelligenz erreichen, dass die guten Forschungsergebnisse, die heute schon in Deutschland und Europa erzielt werden, auch stärker in konkrete Produkte und konkrete Wertschöpfung umgesetzt werden. Hier gibt es Nachholpotenzial. Die Bundesregierung arbeitet an einer Strategie zur künstlichen Intelligenz. Diese Strategie wird federführend im Wesentlichen von dem Bundeswirtschaftsministerium, dem Bundesbildungs- und Forschungsministerium und dem Bundesarbeitsministerium erarbeitet. Wir erarbeiten eine Strategie zur Blockchain-Technologie gemeinsam mit dem Bundesfinanzministerium und werden versuchen, eine Erfolgsgeschichte zu ermöglichen, wie dies bei der Produktion des Airbus unter anderen Bedingungen und Voraussetzungen, aber in einer ähnlich schwierigen Ausgangslage in den 80er Jahren bereits möglich war. Wir haben damals erlebt, dass das Rennen um die Flugzeugmärkte der Zukunft bereits gelaufen schien und Europa bereits dieses Rennen, dass viele bereit waren, dieses Rennen verloren zu geben. Es ist dann gelungen, durch eine kluge Politik, die auf private Initiative setzt, die staatlicherseits unterstützt wird, dass es gelungen ist, heute 50% des Weltmarktes für große Verkehrsflugzeuge in Europa zu bedienen. Und wir wollen im Bereich der künstlichen Intelligenz ähnliche Folge erreichen. Ich habe deshalb in der Vergangenheit mehrfach auch Vorschläge unterbreitet, wie man eine europäische Kooperation in diesem wichtigen Bereich voranbringen kann. Wir sind in einem weiteren Bereich, den ich heute auch mit dem Haushaltsausschuss diskutiert habe und gestern mit dem Wirtschaftsausschuss, ebenfalls dabei, Voraussetzungen zu schaffen, um Investitionen in Europa zu ermöglichen. Das ist der Bereich der Batteriezellproduktion. Wir werden erleben, dass wir in den nächsten Jahren eine zunehmende Ausweitung des Anwendungsfeldes von Batterielösungen erleben werden. Batterien werden einen größeren Anteil an der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung einnehmen. Und deshalb ist es unser Ziel, dass Europa in diesem Bereich vorne mit dabei ist. Wir wollen nicht nur quantitativ einen erheblichen Anteil des Weltmarktes an Batterieproduktion in Europa realisieren. Wir wollen dies auch qualitativ tun, wenn es darum geht, smarte Batterien zu entwickeln, wenn es darum geht, Speicherfähigkeiten zu verbessern und wenn es darum geht, die Nachhaltigkeit im Leben des Produktes so zu verbessern, dass es auch ökologisch eine sinnvolle Lösung darstellt. Ich habe bereits darüber berichtet, dass wir eine Gründungsoffensive vorbereiten. Marktwirtschaft lebt davon, dass es Menschen gibt, die bereit sind, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, als Unternehmerinnen und Unternehmer sich am volkswirtschaftlichen Prozess zu beteiligen. Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass die Zahl der Unternehmensneugründungen zurückgegangen ist, dass weniger Menschen sich bereit finden, den Schritt in die Selbstständigkeit zu tun. Und deshalb werden wir alle Schritte ergreifen, um junge Menschen Mut zu machen und sie zum Gründen zu ermuntern. Die Agenda der nächsten Jahre ist umfangreich, aber ich glaube, es macht auch Sinn, wenn man diese ungeheure Erfolgsgeschichte der letzten Jahre sich anschaut. Dies ist die Wachstumskurve der letzten 3 Jahre, die wir zurückgelegt haben. Wir haben die Möglichkeit, diese Wachstumskurve zu verstetigen. Der Aufschwung in Deutschland kann sich noch viele Jahre fortsetzen und es wird an klugen Verhalten der Politik gemeinsam mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern liegen, ob es gelingt, diese Herausforderung zu bewältigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Altmaier. Wir sind dann bei Fragen. Ich beginne bei Herrn Delfs. Herr Altmaier, 2 Fragen. Sie hatten ja eben schon selbst angesprochen, diese Berichte, die da kursieren über Ihr Programm für die Wirtschaft, Entlastungsprogramm in Höhe von insgesamt 20 Milliarden Euro.
Können Sie ganz kurz sagen, wann werden Sie eigentlich dieses Programm vorstellen und was ist eigentlich der Zeitrahmen dafür? Das ist jetzt diesem Bericht was leider noch nicht zu entnehmen. Und meine zweite Frage ist, bei den außenpolitisch schwierigen Umfeld haben Sie jetzt gar nicht den Brexit genannt. Können Sie mal erklären, wie sehr Sie eigentlich auch die deutsche Wirtschaft und das Wachstum hier durch den Brexit negativ beeinflusst sehen? Ist das sozusagen schon eingepreist, die Angst vor einem No-Brexit-Deal, oder ist das im Grunde noch etwas, was dann im Grunde erst im Nachhinein nochmal aufs Wachstum durchschlagen könnte? Und wie immer in solchen Runden die Bitte, sich kurz vorzustellen. Achso, Entschuldigung, Arne Delfs von Bloomberg. Ja, wir wissen um den Brexit seit mittlerweile über 2 Jahren. Die deutsche Wirtschaft hat sich in bestimmten Bereichen auch darauf eingestellt. Wir unterstützen das staatlicherseits. Wir sind überzeugt, dass ein sogenannter Soft Brexit, eine vertragliche Lösung, sowohl für das Ausscheiden wie für das zukünftige Verhältnis nach wie vor möglich sind. Ich hatte gestern ein längeres Gespräch mit meinem britischen Kollegen Liam Fox, der mich hier in Berlin besucht hat. Und wir verhandeln natürlich nicht über den Brexit im Einzelnen, aber wir waren uns beide gemeinsam einig, dass die Chance für eine vernünftige vertragliche Regelung vorhanden ist und dass wir diese Chance auch nutzen wollen. Und das bestärkt mich in der Auffassung, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Anlass gibt, über mögliche negative Auswirkungen zu spekulieren. Der zweite Punkt ist, ich habe auf dem Weg vom Haushaltsausschuss hierher gesehen, dass ein von mir sehr geschätztes Medium einige Agenturmeldungen verbreitet hat. Die werden wahrscheinlich von anderen auch aufgegriffen. Und es ist eine gute Tradition des Bundeswirtschaftsministeriums, solche Meldungen nicht zu kommentieren. Zu einem Wirtschaftsministerium, das seine Aufgaben ernst nimmt, den Minister zu unterstützen, gehört es, dass in einem so großen Haus auch Überlegungen angestellt werden, was man sinnvollerweise tun kann, zumal der Minister dazu auch ausdrücklich aufgefordert hat. Aber ich habe von Hans Eichel gelernt, der mal Finanzminister war und dem ich in einem Untersuchungsausschuss gegenüber saß, dass die Meinung eines Ministeriums selbstverständlich vom Minister gebildet wird. Und Sie werden, sobald dies erfolgt ist, rechtzeitig davon hören. Herr Keller. Keller, Südwestpresse. Zum einen, wie viel höher könnte denn das Wachstum sein ohne die internationalen Handelskonflikte? Was ist da sozusagen eingepreist? Und ist irgendetwas für Probleme in Italien eingepreist? Und zum Zweiten, sehen Sie denn die Notwendigkeit für zusätzliche Entlastungen und auch die Möglichkeiten der normalen Bürger und nicht nur der Wirtschaft? Ich habe in dieser Woche nicht nur mit dem britischen Handelsminister Liam Fox, sondern auch mit dem italienischen Wirtschaftsminister Di Maio umfangreiche Gespräche geführt, weil für ein Land wie Deutschland selbstverständlich die internationalen Entwicklungen von entscheidender Bedeutung sind. Die Diskussionen über die internationale Handelspolitik sind ja auch dank deutscher Mithilfe in ruhigeres Fahrwasser geraten. Und es liegt auch an uns, wie die Entwicklungen innerhalb der Europäischen Union weitergehen. Wir haben es vermocht. Ich war ja mal einige Monate auch geschäftsführend für das Finanzministerium zuständig. Wir haben es vermocht, das Auslaufen des Griechenlandsprogramms in einer Art und Weise zu organisieren, die keine negativen Effekte für die Wirtschaft hatte. Wir müssen jetzt daran arbeiten, dass wir Diskussionen, die es in Italien und anderen Mitgliedstaaten gibt, so begleiten, dass am Ende die Einhaltung des europäischen Rechts sichergestellt ist und keine negativen Folgen zu gewärtigen sind. Daran arbeiten wir. Ich kann Ihnen das entgangene Wachstum aufgrund der Handelskonflikte nicht quantifizieren. Vielleicht könnte es jemand tun, der von VWL mehr Ahnung hat, wie zum Beispiel Martin Abteilungsleiter, der neben mir sitzt, der sagt, er glaubt, dass es ungefähr 0,1% sein werden zum jetzigen Zeitpunkt. Ich kann es aber persönlich nicht überschauen, da bitte ich um Verständnis. Tatsache ist jedenfalls, dass die Perspektive eines weiter fortgesetzten Handelskonfliktes
selbstverständlich dann auch zu größeren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft führen würde. Und deshalb ist es unser Ziel, solche Handelskonflikte nicht entstehen zu lassen, sondern dazu beizutragen, dass alle zu einem regelbasierten Approach zurückkehren. Die Effekte, die wir haben im Hinblick auf Fachkräftemangel, auf das Wachstum, kann ich etwas leichter mir vorstellen und quantifizieren. Nach allen Gesprächen, die ich geführt habe, ist es ein Effekt, der mindestens 2 bis 2,5 Mal so stark ist. Das heißt, wir haben noch Wachstumspotenziale, die wir in Deutschland erschließen können. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, was den weiteren Fortgang des Aufschwungs angeht. Also wir gehen einfach davon aus, dass der Außenbeitrag um 0,1% geringer ist als noch in der Frühjahrsprojektion angenommen. Herr Grimm? Herr Altmaier, Christian Grimm von Dow Jones. Herr Altmaier, ich wollte Sie noch mal fragen, wie fest ist denn Ihr Wille zur Abschaffung des SULI, zur kompletten? Der Finanzminister hat ja in einem Interview gesagt, dass die 10 Milliarden und die Abschaffung für 90% schon viel mehr wären, als FDP und CDU vorher auf der Karte hatten. Das wäre das Erste. Und das Zweite wäre, es gab ja auch nochmal andere Meldungen zur Ansiedlung einer Batteriezellfertigung. Sie hatten in Brüssel neulich erklärt, im November damit vor die Presse treten zu wollen bei einem, ja, wie soll man sagen, großen Branchentreffen. Stimmt denn, dass Ford und Varta jetzt dabei sind bei dieser Offensive? Also erst einmal ist es so, ich habe in der Tat angekündigt, dass ich vor die Presse treten werde, bei dem Treffen am 13. November sowieso. Was die eigene Initiative der Bundesregierung angeht, die sich dann in diesem Zeitraum konkretisieren wird, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ob es 2 Tage früher oder 2 Tage später sein wird. Aber es wird im November sein und wir haben jetzt allerdings erst Oktober. Und deshalb ist es auch ein Gebot der Klugheit, dass wir vertrauliche Gespräche vertraulich führen, bis wir zu ganz konkreten und belastbaren Abmachungen gelungen sind. Ich habe festgestellt, dass meine Initiative, die ich relativ rasch nach Amtsantritt begonnen habe, dass diese Initiative ein hohes Maß an Beachtung gefunden hat und eine Zustimmung weit über alle politischen Parteien und Fraktionen hinweg. Das ist für mich eine Bestätigung, dass wir in diesem Bereich Handlungsbedarf haben. Wir sind sowohl im Gespräch mit möglichen privaten Investoren, weil ich überzeugt bin, dass ein solches Projekt nur Sinn macht, wenn private Investoren von Anfang an führend und verantwortlich und auch mit eigenem Geld beteiligt sind. Dann macht es Sinn, dass der Staat hilft. Darüber habe ich Gespräche geführt mit den Kommissaren Vestager und Sefcovic in Brüssel in der vorletzten Woche. Und wir werden, sobald die wesentlichen Eckpunkte feststehen, Sie dann auch umfänglich darüber informieren und darum bitten, dass Sie dies dann auch entsprechend positiv und freundlich kommentieren, weil es ein wichtiges Projekt für dieses Land ist. Ich hatte vorhin noch vergessen, eine Frage zu beantworten, die sich bezog auf die Frage von Entlastung von Bürgerinnen und Unternehmen und Wirtschaft. Das ist mir sehr wichtig. Wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger in einer wenn man alles zusammenrechnet, in einer knapp 2-stelligen Milliardenhöhe. Das wird umgesetzt bis 2021, bezieht sich im Wesentlichen auf die Frage der Entlastung durch den Soli, der für 90% der Bürgerinnen und Bürger nach den jetzigen Planungen entfallen wird ab 2021. Es bezieht sich auf Steigerung des Kindergeldes, es bezieht sich auf weitere Maßnahmen beim Eigentumserwerb, Baukindergeld beispielsweise. Ich will das nicht alles wiederholen. Und ich habe hinzugefügt, dass mir wichtig ist, dass wir diese Entlastungsmaßnahmen, die ich voll inhaltlich mit vertrete, für die ich in den Koalitionsverhandlungen eingetreten bin, dass wir sie auch ergänzen durch Entlastungsmaßnahmen für diejenigen, die im wirtschaftlichen Leben gemeinsam mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern für Wachstum und Aufschwung verantwortlich sind. Und das bedeutet, dass wir, sobald die prioritären Ausgaben des Koalitionsvertrages
abgearbeitet sind, auch zusätzliche Spielräume für Entlastungen brauchen. Darüber habe ich beim Tag der deutschen Industrie auf Einladung des BDI bereits einige Überlegungen geäußert. Ich werde das in der Bundesregierung mit dem Kollegen Olaf Scholz diskutieren und in die Arbeit des Koalitionsausschusses einbringen. Aber ich glaube, es ist richtig, dass man solche Dinge dann verkündet, wenn sie vereinbart sind und nicht dann, wenn sie in der Erarbeitung sind. Frau Marschall? Ich habe auch zwei Fragen, und zwar einfach... Wenn Sie auch Sie sich bitte vorstellen. Achso, Marschall von der Rheinischen Post. Im Vergleich zur letzten Prognose von vor einem halben Jahr war die ja, haben die Konjunkturrisiken aus Ihrer Sicht da zugenommen im Vergleich zu vor einem halben Jahr? Und Sie haben ja gesagt, wir können das schaffen, den Aufschwung zu verstetigen, wenn alle Beteiligten auch daran glauben. Das scheint im Moment nicht so der Fall zu sein, wenn man die Börsen anschaut, die heute ja total runtergehen. Und der IWF warnt auch vor einer neuen Finanzkrise. Meine Frage ist, wie ist die Bundesregierung auf so ein Szenario vorbereitet? Also haben Sie auch Instrumente gegen ein Krisenszenario in der Schublade? Ja, im Haushaltsausschuss haben, nein, der ist ja vertraulich, nicht öffentlich. Deshalb kann ich sagen, was wir da diskutiert haben über andere Krisenszenarien außerhalb der Konjunktur. Aber der entscheidende Punkt ist doch, dass die Veränderung, die eingetreten ist, von der Frühjahrsprojektion auf die Herbstprojektion, sich zum allergrößten Teil auf Umstände bezieht, die mit dem konjunkturellen Verlauf wenig zu tun haben, nämlich die Korrektur des Statistischen Bundesamtes um 0,2% und der Einbruch in den Kraftfahrzeugzulassungen im Herbst aufgrund der von mir bereits genannten Probleme. So, die lassen sich beheben und dann wird es auch wieder zu einem Anstieg der Zulassungen kommen. Und das bedeutet, dass der Aufschwung in sich intakt ist. Ludwig Erhard hat einmal gesagt, 80% sind Psychologie. Ich mache mir das nicht zu eigen, weil ich glaube, dass man das so genau nicht unbedingt quantifizieren kann. Aber richtig ist, dass der Staat und die verantwortlichen Sozialpartner auch ein Signal der Zuversicht geben müssen, dass es an den Börsen zu Entwicklungen kommt, die einmal in die eine oder in die andere Richtung gehen, ist ganz normal. Das ist schon öfter geschehen, hat aber nicht in jedem Einzelfall durchschlagende Wirkung auf Konjunkturverläufe. Jedenfalls dann, wenn es sich um begrenzte Ausschläge handelt. Ich bin, wenn ich mir die weltpolitischen Wachstumszahlen ansehe, die Prognosen, die der IWF vorgelegt hat, der natürlich auch vor wachsenden Risiken durch Handelskonflikte warnt, ja. Aber wenn ich mir dann trotz gleichwohl die Wachstumsprognosen anschaue, gibt es eigentlich keinen Grund dafür, warum die Erfolgsgeschichte abreißen sollte. Wir haben einen starken Außenhandel und wir werden, der sich ein bisschen abschwächt, aber wir haben eine starke Inlandsnachfrage und beides zusammengenommen kann dazu beitragen, dass wir auf einem hohen Niveau den Aufschwung verstetigen. Und die Kriseninstrumente, die möglichen? Ja, das sind die üblichen. Aber im Augenblick reden wir nicht von einer Krise. Und wenn man 1,8% Wirtschaftswachstum hat, was über dem langjährigen Mittel liegt, und wenn man erlebt, dass Unternehmen händeringend nach Arbeitskräften suchen, dann sollte man aus meiner Sicht nicht über Instrumente reden für den Fall X, sondern man sollte sich darauf konzentrieren, diesen Aufschwung zu verstetigen. Herr Kollhoff. Ja, Werner Kollhoff, Saarbrücker Zeitung. Ich ganz ähnlich gefragt, würden Sie denn konzidieren, dass Prognosen sind immer unsicher, bekanntlich, weil sie in die Zukunft gerichtet sind, aber dass das diesmal besonders volatil ist und unsicherer wie sonst? Wir hatten hier Jahre, wo hier Wirtschaftsminister und auch Finanzminister Prognosen abgegeben haben, die immer besser waren als dann nachher das Ergebnis. Dann hatten wir eine lange Phase, wo eher vorsichtiger es war. Wie volatil ist Ihre Prognose? Naja, wir haben ja zwei Jahre, um die es geht. Das eine ist das Jahr 2018. Da befinden wir uns im Vergleich zur Frühjahrsprognose schon auf einem etwas festeren Grund, weil das Jahr ja schon zu drei Quartalen gelaufen ist. Und wir haben jetzt noch ein Quartal vor uns, Oktober, November, Dezember. Der Oktober ist auch schon mit zehn Tagen vorbei. Wir haben das Weihnachtsgeschäft, das noch aussteht. Wir haben verschiedene offene Fragen, zum Beispiel, wie sich die Zulassungszahlen in der Automobilindustrie entwickeln. Ja,
das hat nochmal eine kleinere Volatilitätsspanne zur Folge. Aber wir befinden uns für 2018 auf sicherem Grund, wenn ich sage, es wird in 2018 ein kräftiges Wirtschaftswachstum ganz sicher gegeben haben und es wird in der Nähe der jetzigen Prognose liegen. Ob es dann 0,1 höher oder tiefer ist, wird man möglicherweise erst im Frühjahr 2019 wissen. Die Prognose für das Jahr 2019 ist anhand des bewährten regelbasierten Instrumentariums der Bundesregierung erstellt worden. Natürlich weiß niemand von uns, was im Laufe des nächsten Jahres alles passieren wird. Das ist aber jedes Jahr so. Und trotzdem erwarten Sie von uns eine Prognose. Und für diese Prognose haben wir nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet. Und dass wir uns in relativ großer Übereinstimmung befinden mit allen wesentlichen Prognosegebern im In- und im Ausland, also IWF, OECD und auch die Wirtschaftsforschungsinstitute, ist, glaube ich, auch ein Beleg dafür, dass wir jetzt Zahlen seriös ermittelt haben. Ob sie dann genauso eintreten, ob sie besser sind, ob sie weniger gut sind, das alles entscheidet sich im Verlauf des nächsten Jahres. Ich darf vielleicht noch kurz ergänzen, wir haben ja eine Neuerung dieses Mal bei unserer Prognose, und zwar das Zertifizierungsverfahren. Wir haben ja aufgrund EU-rechtlicher Vorgaben die Verpflichtung, dass wir die Prognose auch unabhängig begutachten lassen oder sie unabhängig erstellen lassen. Und wir haben das eben dann durch die Gemeinschaftsdiagnose durchführen lassen, die eben auch diese Prognose zertifiziert hat und gesagt hat, ja, ihr macht das richtig, ja, die geringfügige Abweichung bei diesem Jahr 0,1% gerundet ergibt sich eben darauf, dass wir noch bessere Daten hatten für das dritte Quartal nach der GD. Und zu den IWF-Ansteckungsgefahren vielleicht nur ein Wort noch. Natürlich gibt es Risiken durch eine straffere Geldpolitik in den Industrieländern. Wir gehen aber davon aus, dass die Ansteckungsgefahren da sehr, sehr begrenzt sind und es nicht zu einer größeren Schwellenländerkrise kommt. Herr Hönig? Herr Altmaier, doch noch mal eine Frage zu dem Medienbericht. Können Sie sich bitte vorstellen? Ja, Andreas Hönig von der Deutschen Presseagentur. Herr Altmaier, doch noch mal eine Frage zu den Medienberichten über die Entlassung für Unternehmen. Da ist ja eine Summe von jährlich 20 Milliarden Euro genannt. Inwiefern ist denn das aus Ihrer Sicht realistisch, wenn Sie die Meinungsbildung im Ministerium abgeschlossen haben? Und die zweite Frage, Sie haben ja mehrfach jetzt auf das WLTP-Debakel hingewiesen. Das zeigt ja auch die Bedeutung der Automobilindustrie für die deutsche Volkswirtschaft. Vor dem Hintergrund, Sie waren ja dabei letzte Woche im Koalitionsausschuss, Thema Hardware-Nachrüstungen. Es gibt ja bis heute keine Zusagen der Automobilhersteller dazu. Inwiefern verärgert Sie das? Und die SPD hat jetzt ja mögliche Bußgelder auch ins Spiel gebracht gegen Hersteller. Wie stehen Sie dazu? Ich empfehle in dieser ganzen Debatte Ruhe und Gelassenheit. Die Bundesregierung hat im Koalitionsausschuss eine klare Positionierung vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass die Bürgerinnen und Bürger, die sich guten Glaubens ein Auto gekauft haben, dann nicht in Haftung genommen werden dürfen für drohende Fahrverbote. Deshalb haben wir in unserem Beschluss konkrete Erwartungen geäußert, sowohl im Hinblick auf Umtauschaktionen wie im Hinblick auf Nachrüstungen von Pkw. Und wir haben damit die Erwartung verbunden, dass die Automobilunternehmen sich dann auch dieser Verantwortung stellen. Das wird im Augenblick diskutiert. Ich empfehle uns allen, dass wir damit gelassen umgehen und dass wir auf der einen Seite immer wieder deutlich machen, dass wir eine starke, zukunftsfähige Automobilindustrie in Deutschland auch in Zukunft wollen und dass wir andererseits auch überzeugt sind, dass eine Befriedung der Debatte über die Dieselvorgänge dazu ein wesentlicher Baustein sein kann. Wir haben ja in dieser Woche auch in Brüssel Beschlüsse gefasst über die Position des Ministerrates, der Umweltminister zu den künftigen CO2-Grenzwerten für Pkw. Und diese Beschlüsse sind wesentlich auch mitgestaltet worden durch einen weiteren Beschluss des Koalitionsausschusses. Wir hatten uns darauf festgelegt, ein Minderungsziel für CO2 von 30% anzustreben für das Jahr 2030. Das war deckungsgleich mit dem Vorschlag der EU-Kommission. Es gab Erwartungen, die weit darüber hinausgingen,
40% war die Position des Europäischen Parlaments. Einzelne Beteiligte in Deutschland hatten sogar von 45% öffentlich gesprochen. Wir haben durch den Beschluss des Koalitionsausschusses, den wir einvernehmlich zwischen CDU, CSU und SPD getroffen haben, sichergestellt, dass ein Kompromiss gefunden werden konnte, der gerade noch vertretbar ist, der auf der einen Seite dazu führt, dass wir unsere klimapolitische Verantwortung ernst und wahrnehmen und auf der anderen Seite aber auch eine Entwicklungsperspektive für die Automobilindustrie erhalten. Dies ist eine wichtige politische Festlegung und deshalb wünsche ich mir auch, dass die Automobilindustrie in der Abarbeitung der Folgen des Dieselvorgangs möglichst rasch zu konstruktiven Angeboten an die Bürgerinnen und Bürger kommt. Herr Schneider. Schneider, ARD Hauptstadtstudio. Herr Minister, Sie haben ja Ihre Überzeugung dargelegt, wie perspektivisch die Bedingungen für Wachstum und gute Unternehmenspolitik zu sichern sind. Wie bewerten Sie in dem Zusammenhang Regungen bei Ihrem Koalitionspartner, sich von der Politik zu verabschieden, die einst unter dem Stichwort Agenda 2010, ja, festgehalten wurde? Und nochmal zum Thema Unternehmenssteuern. Wo sehen Sie momentan die Schwächen der deutschen Unternehmensbesteuerung, die korrigiert werden müssen? Wir haben, also was das Thema Agenda 2010 angeht, ich möchte mich ja nicht in politische Debatten einmischen, aber ich hatte Gelegenheit, bei der Verleihung des Elite-Mittelstandspreises an Christian von Stetten und Stefan Weil eine Laudatio zu halten und in Anwesenheit des Altbundeskanzlers Gerhard Schröder. Ich habe dort unter dem Beifall aller Anwesenden zum Ausdruck gebracht, dass ich überzeugt bin, dass diese Agenda 2010, die damals von der Opposition aus CDU, CSU konstruktiv unterstützt worden ist, ein wesentlicher Grundstein dafür ist, dass es heute eine stark wachsende und gesunde wirtschaftliche Situation in Deutschland gibt. Das habe ich auch bei anderer Gelegenheit immer wieder zum Ausdruck gebracht. Und ich glaube, es würde sehr viel Positives bewirken, wenn alle staatstragenden Parteien in Deutschland sich zu dieser Auffassung bekennen würden, die intern schon lange nicht mehr bestritten ist. Die zweite Frage bezog sich auf Den Korrekturbedarf, den Sie sehen in der Unternehmensbesteuerung. Ja, wir haben uns unterhalten im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, wo Olaf Scholz und Markus Söder und Peter Altmaier das Kapitel Finanzen verhandelt haben, haben wir uns darauf verständigt, dass wir die Entwicklungen im Nachgang zur amerikanischen Körperschaftssteuerreform genau beobachten und verfolgen werden. Diese Reform hat ja dazu geführt, dass in erheblicher Weise Gewinne amerikanischer Unternehmen, die im Ausland realisiert wurden, dann zurücktransferiert wurden in die USA. Das hat zu einem Wachstumsschub beigetragen. Und deshalb, wenn wir über Körperschaftssteuerreformen reden, dann reden wir nicht nur über die absoluten Steuersätze, sondern wir reden vor allen Dingen auch darüber, wie man im System Anreize dafür schaffen kann, dass Steuern in Deutschland weniger stark vermieden werden und dass Gewinne, die gemacht werden, auch in Deutschland tatsächlich besteuert werden. Das halte ich für eine absolut notwendige Maßnahme, dass wir uns dieser Diskussion stellen. Im Übrigen habe ich mich schon, als ich noch Kanzleramtsminister war, aber auch als geschäftsführender Finanzminister, sehr intensiv dafür eingesetzt, dass wir zu einer gemeinsamen Körperschaftssteuer kommen zwischen Frankreich und Deutschland. Das bezieht sich zunächst einmal auf die Vereinheitlichung der Bemessungsgrundlage. Da sind Arbeitsgruppen aus beiden Ministerien inzwischen dabei, die notwendigen Arbeiten zu leisten. Und ich kann mir vorstellen, dass dies dann irgendwann auch zu einer gemeinsamen Körperschaftsbesteuerung insgesamt führt und dass sich dem auch andere Länder anschließen. Wir müssen sehen, dass in den USA durch die dortige Körperschaftssteuerreform enorme Wachstumseffekte ausgelöst worden sind. Und das stellt die Frage an Europa, ob es bereit ist, darauf zu reagieren, ohne einen Wettlauf nach immer niedrigeren Steuersätzen einzuleiten. Ich sage danke für diesen Donnerstagmittag. Wir sehen uns morgen zur Regierungspressekonferenz wieder und die ist bereits um 11 Uhr.